Ja, hallo, willkommen zu einer neuen Runde. Heute bin ich der Q-Man alleine und es geht um einen großartigen Game Boy Advance Klassiker Mario und Luigi Superstar Saga. Ja, das war ein Versuch von Nintendo, nachdem Mario RPG für den Super Nintendo ja nicht so der Megakracher war, wollte nun ein neues Rollenspielerlebnis geschaffen werden. Und ja, das ist mit Mario und Luigi Superstar Saga ziemlich gut gelungen, wie ich finde. Und wir fangen jetzt einfach mal an und folgen der Bildschirmanweisung. Bam! So, jetzt haben wir hier die Möglichkeit, Mario und Luigi zu spielen. Wir haben die Möglichkeit, das alte Mario Brothers zu spielen. Und wir haben erstmal die Möglichkeit, die Optionen uns anzugucken. Ja, Sprache Deutsch macht Sinn. Standby-Bereitschaft und Auto-Standby brauchen wir alles nicht. Können wir zurückgehen. So, dann fangen wir doch mal an. Badum. Ja, da seht ihr, ist eine 42 Minuten alte Spieldatei von mir. Das werden wir jetzt nicht tun. Wir werden ein neues Spiel beginnen. So, ja. Das große Schloss und ein großartig animiertes Feuerwerk. Ein Botschafter der Freundschaft aus Bohnenland trifft ein. Ja, sieht schon ziemlich fies aus. Ha, hallo Prinzessin Peach. Ehre dem Pilzkönigreich und Freundschaft unseren Ländern. Am Arsch. Königin Marmella sendet euch dies. Na, das war nicht gut. Ja, das brauche ich jetzt, glaube ich, nicht vorlesen. Okay, willkommen zum LSD-Trip. Und was zum... Also Trinkhelme kenne ich, aber das hat jetzt den Gestank aufgegessen. Oder so. Okay, Peach ist bewusstlos und die lachen sich ein ins Fäustchen. Oh, jetzt ist das Schloss auf einmal dunkel. Das ist natürlich böse und sie fliegen weg in die Mutterwolke. Oder so. Ha, hallo Luigi. Ein Notfall. Hörst du denn kein Radio? Wahrscheinlich nicht. So an der Wäschestange. Mario! Oh, jetzt steuere ich schon diesen lustigen kleinen Pilz hier. Kann einfach mal ein bisschen durch die Gegend laufen. Nanu, da singt doch jemand. Ja, Mario ist unter der Dusche wahrscheinlich. Großartig gemacht. Ja, renn du mal vor den Schrank. So, da sehen wir Mario in Unterhose. Und warum hüpft er auf den Pilz? Prinzessin Peach. Das Genuschel spare ich mir jetzt. Okay, nur Prinzessin Peach und ist sofort angezogen. Die Idee wurde im Devil May Cry Intro übrigens geklaut. So, Prinzessin Peach heult und Bowser steht da. Na gut. Alte Bekannte. So, was ist denn jetzt da los? Nicht zu fassen, als hätten wir nicht schon Probleme genug, so eine Frechheit, mich einfach hinter uns anzugreifen. Der erste Kampf. So, ja, wie ihr seht, es ist ein rundenbasierter Kampf. Ich kann Bowser auf den Kopf hüpfen. Und er kann mich anziehen. Mario, bla. Der erste Kampf seit langer Zeit. Oder soll ich dir vielleicht die Aktionskommandos erklären? Mir persönlich nicht, aber für euch mache ich es natürlich. Also hör genau zu. Zunächst musst du angreifen. Ach, da wäre ich jetzt ungefähr noch selber drauf gekommen. Und Bowser auf den Kopf. Halt! Drücke im richtigen Moment A. Zack, und er kriegt den doppelten Schaden. Normalerweise würde er nur einen Schaden bekommen. Wenn das Timing stimmt, kannst du deinen Gegner härter treffen. Zu Angriffen gibt es immer Aktionskommandos. Aber probieren geht über Studieren. Und weiter. Ja, zünd mich doch mal an. Und schon wieder geschafft, jawohl. Mario! Das hatte ich ganz vergessen. Du kannst mal das Angriffen ausweichen. Tada! Soll ich es dir erklären? Mir nicht, aber für euch natürlich. Gut, ein Angriff bitte. Halt! Drücke im richtigen Moment A. Das war eine Überraschung. Ich hätte jetzt L gedrückt. Ja, das... Na, da seht ihr jetzt links so ein kleines leuchtendes Arm im Pfeil darüber. Macht auch gegen Bewegung und weichen Angriffen aus. Ja, das ist, so klingt das ganz leicht, ist aber vielleicht mitunter nicht immer so einfach. So, dann greifen wir nochmal an. Der Bums. Oh,
Und hüpp. Und nochmal. Und ab auf die Glocke. Schöner Gesichtsausdruck übrigens. Arg. Großartig. Ich sage doch. Schluss jetzt, die Lage ist viel zu ernst für so einen Unfug. So was von Bowser zu hören. Stimmt, etwas Schreckliches hat sich ereignet. Ein vermeintlicher Freundschaftsbotschafter aus dem benachbarten Bohnenland war hier im Pilzpalast. Dieser Schuft hatte die Stimme von Prinzessin Peach gestohlen. Mein Gott, nein! Als hätte sie vorher jemals geredet. Okay, aber das ist wirklich fies. Jetzt hat diese Prinzessin diese bombige Stimme. Ja, großartig. Oh oh. Kabums! Großartig. Sie spricht explodierende Insekten. Ja. Mit der Stimme plappert mir Peach meinen Palast. Wieso ist es dein Palast? Falls sie nun ja zu Besuch ist. Ja, ist klar. Mario muss etwas tun. Mario sagt 3 Punkte. Bitte, 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 du musst der Prinzessin ihre schöne Stimme zurückbringen. Ja, machen wir, der Tina. Bekanntermaßen bodenländischer Herkunft. Ach, nee. Ja, gut, wenn er aus Bodenland kommt, dann werde ich wohl nach Bodenland gehen, um das zu untersuchen. Das ergibt sich ein bisschen aus dem Kontext. Aber gut. Ja, wir finden den Täter, knüpfen ihm die Stimme ab und bringen sie zurück. Großartig. Machen wir. Mit dem Cooper-Jet. Oh oh. Ja. Sowas passiert mit einer bombigen Stimme. So, und jetzt ein neues Abenteuer beginnt. Ja, da hoffe ich doch drauf. Die Beine vertreten. Und ja, ihr seht jetzt rechts oben dieses lustige A. Ich drück mal da drauf. Kaboing. So, ich kann hüpfen. Ich kann hier drauf hüpfen. Rüber hüpfen und ich kann. Na, ich zeig's gleich nochmal. Mit deinem Bart wieder springst. Zeigst du mir, wie du springst. Ja. Tada. Großartig. Ja, das ist richtig. So, jetzt seht ihr vielleicht oben rechts. So ist ein Fall für hüpfen. So ist ein. Naja, Smiley oder sowas in der Art Versprechen. Ich weiß nicht, ob das ein Viech sein soll, ein Pac-Man mit Augen, der spricht, oder eine Sprechblase. Bin mir dann nie so ganz sicher. Guck mal, ein Block. Aber das war jetzt ein bisschen daneben. Jetzt ein bisschen Trick, weil das ist zu hoch und ja, ich komme nicht darüber. Warum? Naja. Dann lassen wir es erstmal und sprechen mit dem hier. Wie seltsam. Mein Dings verloren, ja, großartig. Ja, ich helfe dir suchen. So, dann wohl. Gut, hier oben muss irgendwo ein Dings sein. Da, haha, ein Ausrufezeichen. Du hast ein Dings gefunden, großartig. Dann gehen wir jetzt mal und bringen das Dings zurück. Tada! Du hast mein Dings gefunden, danke. Das gebe ich dir zum Dank. Ein One-Up-Pilz. Das wird später noch äußerst hilfreich sein. Und jetzt hieß es, der Tod am Brunnen weiß alles über Aktionsgebot. Das ist der Tod am Brunnen. Ja, ich möchte, dass du mir die Aktionsgebot erklärst. So. Ja, da wäre ich jetzt ungefähr noch von selber drauf gekommen. Und ja, da. Genau, es geht ums Springen. Das habe ich euch gerade schon gesagt, der komische Smiley. Es geht ums Sprechen. Das ist ein tatsächliches Aktionssymbol, um etwas zu untersuchen, eine Aktion zu starten. Ja. Nein, ich glaube nicht, dass du das nochmal wiederholen musst. So, ach komm mal her. Da oben ist ein Pilz. Bringt naturgemäß Lebenspunkte. Mario wird hier in dem Spiel nicht größer. Das ist tatsächlich so viel Rollenspiel. Du hast meinen Pilz. Ja, komm, dann gehen wir ihm den. Pilz und wir erhalten einen Superpilz. Ja, Karma, meine lieben Freunde. Gut sein zahlt sich eben doch aus. Pure Sprungkraft für dein Abenteuer. Ja, großartig, nett für dich. Jetzt gucken wir mal. Da kommen wir hier hoch. Sehr schön. Und, haha. Ein Block mit noch einem Pilz. Schön, das ist ein Koopa. Was will der denn hier? Sprich mit mir. Ist deine Einheit verloren. Weiß ich das? Nein, weiß ich nicht. Aber ich sage ihm jetzt einfach mal, ich weiß es. Auch wenn ich es nicht weiß. Ich sag mal nach oben.
weil wir kommen von unten, also macht es nur Sinn, dass wir nach oben gehen. So, Pilzanzeiger, Ausgabe 1. Peach, Bombenstimme, dreister Diebstahl, Stimme der Prinzessin flieht nach Bohnenland. Mario verfolgt die Spur und reist zur Klärung des Falls nach Bohnenland. Luigi wird wohl wie immer zu Hause bleiben. Lasst uns kurz überlegen. Das Spiel heißt Mario und Luigi Superstar Saga. Luigi bleibt nicht zu Hause, so viel sei verraten. Aber ich finde das sehr lustig. Es ist gerade erst passiert und gerade erst ist klar geworden, dass Mario sich tatsächlich auf den Weg macht. Und schon ist es hier in Stein gemeißelt. So, da komme ich nicht drüber. Der ist gerade von da oben runter gehüpft. Das heißt, da muss ich auch nicht lang. Da ist Luigi. Hallo. Okay. Er kann immer noch nicht sprechen. So, hier. Diese Büchlein, die sind ganz, ganz ultra wichtig. Kaboing. So, ich kann speichern. Speichern, weiterspielen. Ja, natürlich. Und oh, es ist nicht eine herzerwärmende Animation, wie es dahin geschrieben wird. Wir haben einen verpixelten... Ups. Einen verpixelten Stift. So, noch ein Pilz. Hallo. Ich war erst vor kurzem auf Reisen im Bodenland. Die Lachberge und der Grinsewald, das Kichermeer, das Gröltal. Ein wahres Paradies für Touristen. Ja, bei solchen... Ja, hallo Nintendo. So, sprich mit mir. Mausers Cooper steht auf dem Flugfeld. Zeit für den Aufbruch. Ich glaube, sie warten nur noch auf dich. Ja, so wie es immer ist, die ganze Welt wartet auf Mario. Wer will denn jetzt was von mir? Ist das ein Opa-Pilz? Puh, gerade noch rechtzeitig. Schau mal, ich habe den idealen Koffer für deine Reise. Mario braucht einen Koffer neuerdings. Früher hat er alles irgendwo hingesteckt, obwohl er gar keinen Platz eigentlich theoretisch hatte. Aber das ist vollkommen Wurst. Denn er hatte es. Das ist doch das, was letztendlich zählt. Oder? So. Du kannst ihn mit Items und frischer Wäsche füllen. Bitte schön, er gehört nur dir. Ja, das ist nett von ihm. Du hältst einen Koffer. Großartig. Du bist select, um einen Koffer zu öffnen, dann erscheint der Menübildschirm. Du kannst bereits erhaltene Items auswählen und benutzen oder die Kleidung wechseln. Gelegentlich solltest du auch deinen Status überprüfen. An Bord des Cooper Jets wirst du sicher Zeit haben, den Koffer unter die Lupe zu nehmen. Ja, dann mach dir das doch. Wenn du noch etwas hier hast, dann was Reisegeld. Und das ist aber nett. 100 Münzen. Großartig. Danke, Opa. Oh, Luigi, du willst also auch nach Bodenland? Nein, natürlich nicht. Ja, dann bringt mich doch mal beide zum Flieger. Ich dachte, Bowser wartet so langsam. Ja, dann gehe halt schon mal. Warum wir jetzt nicht mitgehen können, erschließt sich mir nicht. Aber von mir aus. So, da ist noch keiner da. Nein. Okay, das sollte also Mario heißen. Das ist der Cooper Jet. So, hüpf. Großartiges Ding. An Bord. Ja, und in diesem Moment machen wir einmal eine kurze Pause. Ich bin sofort wieder da. So, ich bin wieder da. Männer an Bord. Und zack. Bye bye. Ja, bye bye. Dankeschön.